Menschen beeinflussen einander und lassen sich beeinflussen. Ohne dies ist die Weitergabe von Werten, von Kultur, von Glauben oder von wissenschaftlicher Erkenntnis gar nicht denkbar. Aber wo hören wir dabei auf, die Freiheit anderer zu respektieren und zu ermöglichen, und wo beginnt Manipulation? Oder ist gar alles, was wir tun oder erfahren, irgendwie auch manipulativ? Dies hinterfragt Arno Hildebrandt kritisch in seinem Gedicht »Der manipulierte Mensch«. Der Mensch, der vom Verstand gelenkt, benutzt ihn froh, indem er denkt. Ihn lenkt von Anbeginn doch schon die Macht der Manipulation. Zur Sehnsucht nach dem ewig Leben wird ihm ein Glaube eingegeben. Die Hoffnung ist's, die gern man spürt, wenn Angst vom Tod zum Glauben führt. Er denkt, im Glauben sei er frei, woran ist dabei einerlei. Der Zeugungsvorgang machte froh, daraus entstand ein Embryo. Wird dann das Menschenkind geboren, wär's ohne Hilfe schon verloren. Drum wird's geliebt, gepflegt, gestillt, welch herrliches Familienbild. Ein Name wird ihm gleich gegeben, mit welchem es bald lernt zu leben. Das ist der Anfang von Millionen zukünftigen Manipulationen. Dann wird das Kind nach Glaubenssitten alsbald getauft oder beschnitten. So ist es schon sehr früh passiert, wehrlos ward es manipuliert. Man wartet nicht, bis irgendwann der Mensch dann selbst entscheiden kann, ob Jude, Muslim oder Christ, was für ihn akzeptabel ist. So wird erzogen man als Kind, wes Glaubens dessen Eltern sind. So gehen die Jahre schnell herum, mit Kita, Schule, Studium. Dort wird beflissen man gelenkt, in dem beeinflusst, was man denkt. Es werden Themen bald gestreift, welchen Beruf man dann ergreift. Man spendet Hilfe durch Balancen von Neigungsdrang, Drang und Aufstiegschancen. Man suggeriert den Sinn zur Pflicht, beeinflussend, man merkt es nicht. Täglich auch im Einerlei ist Manipulation dabei. Gerade durch die Medienwelt wird auf die Probe man gestellt. Ganz gleich in Form oder Entscheidung, beachte, bild dir deine Meinung. Meldungen manipulativ liegen vom Inhalt her oft schief. Mit Werbung, die das finanziert, wird man zum Einkaufen verführt. Dazu erwähnen möchte ich nur die Macht der Modediktatur. Ob Maxi, Midi, Mini-Tracht, wir haben all das mitgemacht. Man suggerierte uns dabei, dass man dann attraktiver sei. Selbst wie man Haupthaare frisiert, ward immer schon manipuliert. Bei Männern zeigt sich die Methode auch deutlich an der Barttrachtmode. Die Sprache und die Ausdrucksweise verändert sich. Und gar nicht leise. Zunehmend wirkt der Anglizismus und jeder meint, dass er da mit muss. Hieß Jogging, einstmals fällt mir auf, nicht noch vor Jahren Dauerlauf. Sale wirbt man heut, ich hab's kapiert, die Waren wurden reduziert. Man hat durch Anglizismenart beim Sale selbst Buchstaben gespart. Wo kommen solche Trends nur her? Wer gibt den Anstoß dazu? Wer? Ist's, ob bewusst, ob unbewusst, schlicht nur zum Nachahmen die Lust? Wir nehmen's auf und geben's weiter, als angepasster Mensch auch weiter. Denken die Menschen wirklich blind, dass sie so up-to-date stets sind? Oft reiten wir auch auf einer Welle und kennen nicht einmal die Quelle. Die Geistesmanipulation in der Ersatzreligion, der Esoterik macht zurzeit sich stark unter den Menschen breit. Hier hofft man, mit gelehrten Sprüchen mutlose Menschen aufzufrischen. Es wird getrost manipuliert und Egoismus einmassiert. Das Selbstbewusstsein kommt zum Zug und ist im Grund ein Selbstbetrug. Gesellschaft, Politik, Kultur,
Musik und Sport, Literatur können nicht, wie wir täglich sehen, der Manipulation entgehen. Auch dann, wenn man sich unterhält, wird manches anders dargestellt von den zuvor erlebten Sachen. Man will einen guten Eindruck machen. Dann kommt der Punkt, wo man kapiert, dass man stets selbst manipuliert.